In der Sonderausstellung Das Gold der Erzbischöfe gehen ausgesuchte Salzburger Goldmünzen aus dem Münzkabinett des Universalmuseums Joanneum mit ihren prachtvollen Pendants aus der Sammlung des Bankhauses Spengler eine spannende Allianz ein. Die Ausstellung besteht aus drei Teilen. In sechs Säulenvitrinen werden die Höhepunkte aus den beiden Sammlungen präsentiert. Von diesen sechs Säulenvitrinen sind vier den Münzen des Bankhauses Spengler gewidmet und nach den Themen Porträts, Allegorien, Wappen und Rupert und Virgil angeordnet. Die zwei weiteren Säulenvitrinen zeigen die Höhepunkte der Salzburger Münzen des Universalmuseums Joanneum. Dazu treten zwei Wandvitrinen, von denen in der einen die seriell gelegten Goldgulden und Dukaten aller Salzburger Landesherren von Leonhard von Keutschach über Ernst von Bayern, Wolf Dietrich von Reitenau und Baris Lodron bis Hieronymus Colloredo zu sehen sind. Und in der anderen Wandvitrine wird die Geschichte der beiden Sammlungen erzählt. In der Säulenvitrine zum Thema Rupert und Virgil werden Rückseiten und Vorderseiten von Salzburger Münzen ausgestellt, auf denen die beiden Salzburger Landesherren Rupert und Virgil zu sehen sind. In der Wandvitrine, in der die Geschichte der beiden Sammlungen dargestellt wird, wird unter anderem auf den Münzschatz von Scheifling eingegangen, der 1936 in Scheifling, einem Ort zwischen Judenburg und Murau, gefunden wurde. 118 Goldmünzen aus diesem Fund kamen in das Universalmuseum Joanneum. Eine der sechs Säulenvitrinen ist dem Thema Porträts gewidmet. In dieser Vitrine finden Sie unter anderem Darstellungen der Porträts von Leonhard von Keutschach und von Matthäus Lang von Wellenburg, die beide als stolze Renaissancefürsten präsentiert werden. Weitere Porträtdarstellungen sind den Salzburger Landesfürsten des 17. und auch des 18. Jahrhunderts gewidmet, wobei gerade bei den Münzen des 18. Jahrhunderts die Landesfürsten mit prächtigen Allonge-Perücken dargestellt sind.